Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Mehrere Bundesländer gehen auch bei steigenden Corona-Infektionszahlen eigene Wege. Berlin will trotz eines Inzidenzwertes von über 100 Einzelhandel und Friseure offen halten. Allerdings benötigen Kunden künftig zumeist einen negativen Corona-Test. Damit weicht der Senat vom Bund-Länder-Beschluss der sogenannten Notbremse ab. Baden-Württemberg lockerte teils Kontaktregeln, erwägt aber zugleich vorgezogene Gespräche über allgemeine Verschärfungen. Intensivmediziner warnen weiterhin vor einem ungebremsten Anstieg der Infektionszahlen. Das Robert-Koch-Institut registrierte 17.176 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das sind knapp 3.500 mehr als vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche, stieg auf knapp 130. Corona ist heute um 21.45 Uhr auch Thema bei Anne Will. Sie hat Bundeskanzlerin Merkel zu Gast. Ganz Frankreich gilt seit heute als Corona-Hochinzidenzgebiet. Damit muss bei der Einreise nach Deutschland ein negativer Corona-Test vorliegen, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Ausnahmen gelten für Pendler. Als Hochinzidenzgebiet kann ein Land eingestuft werden mit einem 7-Tage-Wert höher als 200. In Frankreich liegt die Inzidenz bei deutlich über 300 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. In Paris und anderen französischen Städten sind laut den Organisatoren zehntausende Menschen für mehr Klimaschutz auf die Straße gegangen. Sie werfen der Regierung vor, nicht ehrgeizig genug gegen die Erderwärmung vorzugehen. Morgen will sich die Nationalversammlung mit einem von Präsident Macron vorgelegten Klimagesetz beschäftigen. Es sieht unter anderem ein Verbot bestimmter Kurzstreckenflüge vor, wenn es alternativ Zugverbindungen gibt. Das brutale Vorgehen der Militärs gegen Demonstranten in Myanmar hat international Proteste ausgelöst. Außenminister Maas sprach von zutiefst schockierenden Bildern. Auch Militärchefs und Verteidigungsminister aus 12 Staaten verurteilten die Gewalt. Am bisher blutigsten Tag seit Beginn der Proteste wurden gestern mindestens 114 Menschen getötet. Auch heute gingen in dem südostasiatischen Land wieder zahlreiche Menschen auf die Straße. Das Militär hatte Anfang Februar gegen die faktische Regierungschefin Aung San Suu Kyi geputscht. Sie steht unter Hausarrest. In Indonesien sind bei einem Anschlag auf eine katholische Kirche mindestens 20 Menschen verletzt worden. Laut Polizei zündeten zwei Selbstmordattentäter am Ende der Palmsonntagsmesse vor der Kathedrale der Stadt Makassar einen Sprengsatz. Unter den Verletzten seien Wachleute und mehrere Kirchgänger. Der Präsident des muslimisch geprägten Staates verurteilte die Tat scharf und rief zum Kampf gegen Terrorismus auf. Der Präsident des Umweltbundesamtes Messner plädiert dafür, möglichst schnell deutlich mehr Ladesäulen für Elektroautos aufzustellen. Ziel sei es, bis 2030 zwischen 12 und 14 Millionen E-Autos auf die Straße zu bringen, so Messner zur Funke Mediengruppe. Derzeit bestehe nicht einmal ein Fünftel der notwendigen Infrastruktur. Die Sorge um Lademöglichkeiten gehöre zu den Gründen, die viele Menschen von einem Umstieg auf E-Autos abhalten würden. Im nordrhein-westfälischen Lünen haben Spezialisten ein ehemaliges Kohlekraftwerk gesprengt. Der Schornstein wurde als erstes zum Einsturz gebracht. Wenig später folgten das Kesselhaus und der 110 Meter hohe Kühlturm. Die Räumung der Trümmer wird voraussichtlich bis Ende des Jahres dauern. Künftig sollen auf dem Gelände neue Unternehmen angesiedelt werden. Und hier noch die Wetteraussichten. Morgen in der Nordosthälfte erst viele Wolken und stellenweise noch etwas Regen, später häufiger Sonne, 10 bis 23 Grad. Die nächste Tagesschau sehen Sie um 20 Uhr.